Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste, zur 56. Ausgabe von Gedrucktes. Ich bin also hier wirklich auf die Sekunde fast genau, jetzt sind wir sogar noch eine Minute vor sechs hier eingetroffen. Und wir haben ja im Bundestag jetzt so die letzten drei Sitzungswochen und haben unheimlich viele Tagesordnungspunkte noch. Die Tagesordnung verschiebt sich ständig und wir hatten gerade noch den Tagesordnungspunkt Rentenüberleitungsgesetz Ostrenten. Und da musste ich natürlich auch teilnehmen und entsprechend abstimmen. Allerdings kann ich Ihnen nicht die gute Nachricht geben, dass nun alle Rentenprobleme gelöst sind. Insbesondere für die kommenden Generationen gibt es arge Abstriche aus unserer Einschätzung bei der Ostrente. Das jetzt aber nur zur kurzen Erklärung. Herzlich willkommen noch einmal zur 56. Ausgabe von Gedrucktes. Unser Gast ist heute Paul-Werner Wagner. Und schön, dass Sie ihn begrüßen. Wir wollen heute vor allen Dingen über dieses Buch sprechen, Konrad Wolf. Aber ich sah ja selbst, das war der Krieg, Kriegstagebuch und Briefe aus den Jahren 1942 bis 1945. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich Ihnen Herrn Wagner noch ein bisschen vorstellen. Er ist Löwe, wie ich. Am 11. August 1948 in Wolfen geboren, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, und er hat ein vielfältiges Betätigungsfeld, ist Literaturwissenschaftler, Kulturmanager und Schachfunktionär. Wie es zum Schach kam, kann ich mir fast denken, wenn ich Ihre Biografie mir anschaue. Sie haben die erweiterte Oberschule abgeschlossen, also das Abitur abgelegt, 67. Und dann dachten Sie, jetzt gehe ich mal in die weite Welt, und sind an der tschechoslowakisch-ungarischen Grenze festgenommen worden und dann zu 19 Monaten wegen Landesverrats verurteilt worden. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesen 19 Monaten, das kennt man ja so aus den ganzen Knastgeschichten auch, das Schachspielen begann so, indem aus dem Brot, was einem vielleicht nicht schmeckte, oder aus Zeitungskrümelchen Schachfiguren gebastelt wurden. Liege ich da richtig? Fast. Bei mir war es noch anders. Ich war in der Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Halle, Roter Ochse genannt. Und dort gab es einen Wärter, der nach vielen, vielen Fragen, die ich gestellt hatte, um ein Schachspiel zu bekommen, so ein Herz hatte und mir ein Schachspiel gab. Und der hat in irgendeiner Weise scheinbar die Hand über mich gehalten. Ich musste das Schachspiel, erst habe ich es versteckt, aber ich habe es dann behalten können. Und Schach war in der Zeit der Einzelhaft für mich so etwas ähnlich. Sie kennen vielleicht die Schachnovelle. Was, wenn man so separiert ist, war es eine geistige Welt, die mich aus dieser Bedrängnis herausgeführt hat. Und seitdem liebe ich Schach über alles. Und Schach ist in meinem Leben etwas ganz Bedeutendes. Und wenn Sie ja in der Einzelhaft alleine gespielt haben, haben Sie sich ja gleichzeitig immer selbst besiegt und sich selbst besiegt. Ist das irgendwas, was für das weitere Leben hängen geblieben ist, sich selbst zu besiegen und selber zu siegen über sich selbst? Naja, man muss sich ja selbst besiegen, um siegreich werden zu können. Denn wer immer nur meint, er siegt, im Schach lernt man das Verlieren. Also das ist die große Qualität des Schachs. Nicht nur, dass es das Denken schärft, sondern man lernt, dass ein Gegner besser ist als man selbst. Und da kann man nicht sagen, ich hatte kein Glück, die Karten waren irgendwie schlecht gegeben. Man hat die gleichen Voraussetzungen und daran kann man wachsen. Dann wird man sozusagen motiviert, besser zu werden, und im Schach geht es eigentlich nur trainieren, trainieren. Das ist ähnlich wie beim Klavierspielen oder beim anderen Instrument. Ich habe dann, als ich draußen war und mich intensiv mit Schach beschäftigt habe, so etwa 3 Stunden pro Tag Schach trainiert. Und wurde dann eben auch entsprechend besser. Alleine mit Büchern, mit irgendwelchen Vorlagen, oder wie trainiert man alleine Schach? Na, man hat sozusagen verschiedene Bereiche, die man trainieren muss. Der eine Bereich ist Kombination. Also das kennen Sie ja, dass in den
Zeitung oftmals so eine Stellung ist, das sind nicht unbedingt matt in zwei Zügen, sondern das sind Großmeisterstellungen und jetzt muss man den Zug finden, der die Stellung gewinnt. Und das muss man trainieren. Und da gibt es verschiedene Motive und wenn man die Motive dann eben kennt, dann gibt es sehr gute Lehrbücher. Mhm. Also man arbeitet mit Lehrbüchern. Heute, also das alles antiquiert, ich erzähle, wie es 1968, ab 68 war, aber heute wird das alles mit einem Schachprogramm gemacht, per Computer. Und die Kinder werden deshalb auch innerhalb kürzester Zeit sowas von gut, da brauchte man früher 10 Jahre mehr als heute. Ja. Dann folgten 7 Jahre Bewährung in der Produktion. Was haben Sie produziert? Ja, ich bin in Wolfen geboren, habe in Bitterfeld Abitur gemacht, aber ich habe dann in Wolfen in der VLB Filmfabrik, Orwo, kennen Sie noch, gearbeitet, erst im Dunkelbetrieb in der Emulsionsfabrik, das ist die lichtempfindliche Schicht auf dem Film und da arbeitet man im Dunkeln, im Dreischichtbetrieb und später in der Komponentenfabrik, da wurden die Farbkomponenten für den Farbfilm hergestellt. Das war eine Arbeit mit viel Staub am Autoklaven, hohe Temperaturen, also vor allen Dingen 7 Jahre auch körperlich recht kräftig. Und ich habe so manchen überrascht, weil ich war immer so ein schmaler Bursche, also nicht wie heute, sondern hatte so ein Idealgewicht, 72 Kilo. Aber wenn es dann mal so ans Armdrücken ging, haben mich die Leute alle unterschätzt und haben dann gestaunt, dass ich die das niedergedrückt habe. Das ist ja sowieso habe. Ein Erfolgsgeheimnis, dass man unterschätzt wird von anderen. Ne? Naja, das ist eine gute Ausgangsposition. Ja, dann folgte das Studium der Kultur- und Literaturwissenschaft an der Humboldt-Uni zu Berlin. Warum Kultur- und Literaturwissenschaft? Ja, das ging ja nur so. Mhm. Es gab also in Leipzig und in Berlin jeweils einen Studiengang. Ich durfte nicht mehr im Direktstudium, also meine Direktstudienwünsche wurden alle abgelehnt. Mhm. Aber ich habe dann, nachdem ich mich in der Produktion bewährt hatte und 1978 nach Berlin gekommen bin, in die Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn, unter die Fittiche des legendären Alfred Dellheim, den ich unglaublich geschätzt und verehrt habe, da gelang es mir, im Fernstudium, also einen Fernstudienplatz zu bekommen. 5 Jahre, genauso wie das Direktstudium, gleiche Pensum, nur der Unterschied war, wir mussten arbeiten, hatten alle 14 Tage 2 Tage frei, dann immer mal jedes halbe Jahr eine Woche Prüfungsvorbereitung und wir mussten sozusagen im Selbststudium vieles machen. Und da ist so manche Nacht auch draufgegangen, um die anspruchsvollen philosophischen Texte zu lesen, der Ästhetik oder so. Und was folgte dann nach dem Studium? Ja, nach dem Studium bekam ich das Angebot zu promovieren. Das hat dann aber leider nicht geklappt, weil die Berliner Werkzeugmaschinenfabrik meinte, ich wäre schon zu überqualifiziert. Ich bin dann zum Bezirksverband der NDBD gegangen als Kulturinstrukteur mit der Maßgabe, dass ich promovieren darf, war dann aber auch nichts und dann war ich beim Kulturbund und war Leiter des Kulturbund-Clubs in Friedrichshain und in Weißensee, den sogenannten Club der Intelligenz, können Sie sich vielleicht noch erinnern. Ich glaube, dass viele hier im Saal eine gute Erinnerung an den Kulturbund haben. Und es gab ja in vielen oder eigentlich in allen Berliner Bezirken diese Kulturbund-Clubs oder Treffs. Und der Kulturbund ist ja auch mal gegründet worden als Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Ja. Viele wissen das gar nicht mehr, weil die dann dachten, ach, da sammeln die nur Briefmarken oder züchten irgendwelche seltenen Fische, was ja nun wirklich nicht der Fall ist. Ja. Wichtige Stationen in Ihrem Leben sind die Gründung auch, also so schätze ich das ein, der Emanuel Lasker Gesellschaft. Warum haben Sie diese Gesellschaft gegründet? Naja, das hängt mit meiner Liebe zum Schach zusammen. Emanuel Lasker war der einzige deutsche Schachweltmeister. Er ist 1868 geboren, 1941 gestorben und er war 27 Jahre lang Weltmeister. Das hat nie wieder ein Spieler vor oder nach ihm erreicht. Er musste emigrieren, er war deutscher Jude, er war 3 Jahre in der Sowjetunion in Moskau, hat dort an der Akademie der Künste auch gearbeitet, er war ein promovierter Mathematiker,
hat auch philosophische Schriften in Buchform vorgelegt. Und er ist dann nach Amerika und ist 1941 in New York gestorben. Und genau zum 60. Todestag habe ich, und da, Sie haben es vorhin gesagt, da, an dieser Stelle bin ich der Kulturmanager, also ich habe eine internationale Lasker-Konferenz innerhalb kürzester Zeit ins Leben gerufen, an der über 300 Schachinteressierte aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Ich habe gerade gesehen, der Ex-Weltmeister oder Weltmeister im Fernschach, Dr. Fritz Baumbach, der hier unter uns ist, war dort auch anwesend. Ja, und da ist die Lasker-Gesellschaft sozusagen mit der Maßgabe, an diesen großartigen Mann zu erinnern, der durch die Nationalsozialisten natürlich auch getilgt wurde aus den Schachbüchern, und aber auf der anderen Seite auch die besonderen Werte des Schachs, die eben kultureller Art sind, meines Erachtens. Nicht nur die Wettkämpfe, sondern das, was Schach vermittelt, was Kinder daran lernen können und was sozusagen der Schachfreund bis ins hohe Alter, hält er sich den Geist fit. Das ist eben was ganz Tolles. Ja, und die Lasker-Gesellschaft hat in diesen 16 Jahren eine Menge auf die Beine gestellt, und ich bin immer noch der Vorsitzende. Wunderbar. Und seit 15 Jahren schreiben Sie an jedem zweiten Wochenende eine Schachkolumne in der Berliner Zeitung. Über 350 Porträts berühmter Schachmeister bisher. Woher kommt da immer wieder der neue Stoff? Ach, es gibt immer noch viel zu entdecken. Das ist sowas, kennen Sie vielleicht auch, dass man so einfach rumstöbert im Antiquariat oder so. Also hier ist es so, dass es natürlich viele berühmte Meister gibt, die man kennt, aber es gibt eben auch zu Unrecht vergessene Meister, und es ist mir dann immer eine ganz große Freude, so jemanden wieder zum Leben zu erwecken in einem Miniaturporträt und mit der schönsten Partie, also oder der vielleicht zweitschönsten, ich, nach meinem Geschmack die schönste fürs Publikum gemünzt. Was ist eine schöne Schachpartie, die besonders lange dauert? Nee, das sind nicht die schönen, das sind die qualvollen. Okay. Fritz Baumbach wird ein Lied von singen, nicht? Die Hängepartien, früher nannte man die Hängepartien. Nach 5 Stunden bei großen Turnieren wurden die Partien sozusagen vertagt, damit man überhaupt mal wieder Luft schnappen kann. Aber schöne Partien sind Partien mit wunderbaren Kombinationen, mit überraschenden Momenten und mit glanzvollem Angriffs, am liebsten dann am Ende matt. Das ist schön. Weil es gerecht ist. Ja, na, weil man den Gegner dann wirklich sowas von besiegt, unter Opfern oftmals. Ne? Das ist das Tolle. Unter eigenen Opfern. Unter eigenen Opfern. Man opfert die Dame, soll ja im Leben auch vorkommen, und gewinnt. Ganz schlechte Bemerkung jetzt, aber gut. und gewinnt die Partie. Nicht? Also andersrum opfern Dame auch Könige. Ne? Und ach so, das ist jetzt so. Gerade die Retourkutsche, verstehe. Ja. Okay. Gut, bevor wir uns langsam Konrad Wolf nähern, noch ein anderes Betätigungsfeld, in dem Sie aktiv sind. Sie moderieren den ND-Filmclub im Kino Toni in Weißensee. Und gerade gestern haben Sie den Film Insel der Schwäne gezeigt. Hm. Was reizt Sie an diesem Filmclub und an solchen Filmen wie Insel der Schwäne, den ja viele wahrscheinlich in ihrer, ja, weiß ich nicht, Kindheit, Jugend oder mit den Kindern zusammen damals gesehen haben? Naja, ich kann sagen, dass ich seit 30 Jahren Filmgespräche mache und in diesen 30 Jahren weit über 600 Filmgespräche mit den bedeutendsten Regisseuren der DEFA, Hauptdarstellern, Drehbuchautoren, Kameraleuten. Mich reizt besonders, dass diese Filme aus heutigem Blick oftmals sich nochmal ganz anders aufladen, dass sie ungemein interessant sind. Ich wähle auch in der Hauptsache Filme aus, die eine hohe Qualität haben, einfach auch vom Inhalt her. Die Technik ist, oder sagen wir, das Handwerk war bei der DEFA immer exzellent.
Also diese besonderen Filme, manche sind auch sehr zu Unrecht vergessen, manche hatten ja auch ein Schicksal, dass sie verboten waren oder nur kurzzeitig laufen konnten in den Kinos. Und unter Ihnen sind ja einige, die solche Filmgespräche schon erlebt haben. Es gelingt mir immer wieder, eben auch interessante Gesprächspartner dorthin einzuladen, und man erfährt die Vorgeschichte des Films, die Rezeptionsgeschichte, auch Zensurgeschichte und so. Und das ist nochmal eine Beschäftigung mit unserer eigenen Geschichte. Und da ich das nicht nur in Berlin mache, sondern ich mache das in Wolfen, ich mache das in Halle, ich mache das in Burg, monatlich je eine Reihe, ist es für die Leute, also das habe ich jedenfalls beobachtet, in Wolfen geht es seit 15 Jahren, es hat den Leuten auch ein Stück Würde wiedergegeben. Das Gefühl, dass man nicht umsonst gelebt hat, ja, das ist ja weit vermittelt worden, als ob die DDR-Kultur in so einem, wenn das so betrachtet wird, als SED-Unrechtsstaat und nur als Diktatur, da kann ja in der Kultur auch nichts Gescheites rauskommen, muss ja alles Propaganda gewesen sein. Das stimmt natürlich hin und vor nicht, das wissen Sie alle, und dafür setze ich mich ein, und ich finde und mache das auch mit großem Selbstbewusstsein, dass die Kultur, die wir wirklich zu der wertvollen eigenen Kultur zählen, ein ganz wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur sind. Darauf können wir stolz sein. Fast zehn Jahre lang waren Sie Vorsitzender des Künstlerclubs Die Möwe, auch so ein legendärer Club. Was hat Sie daran gereizt? Naja, gereizt hatte mich erstmal gar nicht. Man hat mich gefragt, ob ich das mache, wie das so oft ist. Wer will schon Vorsitzender werden? Ne? Also Sie wissen das auch, wer in irgendeinem Verein ist, da wird dann einer eben zum Vorsitzenden ausgeguckt. Und es war die Hoffnung, diesen Club zu retten. Natürlich war das sozusagen der Künstlerclub Die Möwe nur noch, stand in der Traditionslinie dieser großen Möwe. Die ist ja nach der Wende auf arglistige Art und Weise auch zerstört worden mit diesem wunderbaren Gebäude in der Luisenstraße, wo jetzt die Landesvertretung von Sachsen-Anhalt drin ist. Nein, wir waren noch im Palais am Festungsgraben und hatten dort einen kleinen Veranstaltungsraum. Ich habe das eben auch noch irgendwie 10 Jahre so hingekriegt, ehrenamtlich, aber ohne große Förderung kann man am Ende sowas nicht am Leben erhalten, weil da fallen die Mieten an, da fällt das an, und man kann sich ja nicht verschulden als Verein, und wir hatten nicht den großen Mäzen und leider auch keine Förderung, und so ist das ein bisschen eingegangen, aber es läuft die Traditionslinie, und wir sprechen ja heute über das Buch, das in der Edition Die Möwe erschienen ist, und es gibt die Salongalerie Die Möwe, das ist in der Auguststraße, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, dass Sie da Auguststraße 50b von Claudia Wall wird diese Salongalerie Die Möwe geführt. Die kümmert sich um eine verlorene und unterdrückte Künstlergeneration, die nach 1918, so Novembergruppe 33, dann und später verboten worden sind als entartete Künstler und auch in der DDR dann als Formalisten es nicht einfach hatten. Also das ist eine sehr interessante Künstlergeneration, da lohnt sich mal ein Spaziergang hin. Ja, ist ja nicht weit von hier, und bei dem wunderbaren Wetter kann man schon mal den Weg erkunden. Ja, jetzt nähern wir uns langsam der Familie Wolf. Sie sind auch noch Vorsitzender, wo sind Sie eigentlich nicht Vorsitzender? Naja, bei den Linken nicht, das hätte ich mir auch nicht angetan. Sie sind auch noch Vorsitzender der Friedrich-Wolf-Gesellschaft. Ja. Verbinden Sie mit der gesamten Familie etwas, oder geht es Ihnen bei dieser Gesellschaft vor allen Dingen um Friedrich Wolf selbst? Nee, es geht um die Familie. Also die Friedrich-Wolf-Gesellschaft, natürlich ist Friedrich Wolf der Stammvater, der grandiose Schriftsteller, aber auch hervorragender Arzt. Sein erfolgreichstes Buch ist Die Natur als Arzt und Helfer. Davon konnte er sich in Stuttgart ein Haus kaufen, konnte sich von den anderen Büchern nicht. Die beiden Söhne, Konrad Wolf und Markus Wolf, sind natürlich auch sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Die gesamte Familie ist eigentlich in dieses 20. Jahrhundert hineingeraten, wie andere Familien auch. Aber da ist exemplarisch so viel zu erkennen, was es an Brüchen in der Geschichte gab, was es sozusagen für mutige Menschen gab, für
couragierte Menschen. Und dazu zählt die Wolff-Familie. Und die Friedrich-Wolff-Gesellschaft hat ja das Haus in Lehnitz, die Friedrich-Wolff-Gedenkstätte, Alter Kiefernweg 5. Das sieht noch genauso aus, wie Friedrich Wolff gestorben ist. Also er ist ja am 5. Oktober 1953 gestorben. Ist alles noch so eingerichtet. Und dort finden eben auch Veranstaltungen statt. Wir hatten am Sonnabend das Frühlingsfest, waren über 200 Leute da. Und wer da war, weiß, es war grandios mit Hans-Eckhard Wenzel und Harald Petzold. Wollte ich gerade sagen, und meinem Kollegen Harald Petzold aus dem Deutschen Bundestag, der dort allerdings als Musiker auftrat mit der Gruppe Manifesto. Ja, Klezmermusik vom Feinsten. Wunderbar. Und jetzt sind wir beim Buch. Und es geht, also wir haben ja verabredet, dass Sie das jetzt vortragen oder ungefähr ein Stündchen vortragen aus dem Buch, beziehungsweise Ihren Vortrag halten. Konrad Wolff, aber ich sah ja selbst, das war der Krieg, Kriegstagebuch und Briefe. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass hinten auch die CD oder DVD, ist eine CD, DVD. Ist eine DVD, ne? Also Ich war 19, des Films Ich war 19 mit drin ist, sodass man, wenn man das Buch kauft, auch gleich sich nochmal den Film mit besorgt. Ja, bitteschön, jetzt. Ja, also Konrad Wolff ist 1925 in Hechingen geboren, im Schatten der Burg, hat Friedrich Wolff immer gesagt, das sind ja die Hohenzollern. Und die Familie zog dann nach Stuttgart. Dort ist Konrad und Markus in eine Reformschule gegangen. 1933, nach dem Reichstagsbrand, hat Friedrich Wolff einen Tipp bekommen. Er war ja Arzt, hatte eine Menge Patienten. Und einer der Patienten, der bei der Polizei war, hat ihm den Tipp gegeben, er solle untertauchen, also er stünde auf einer Verhaftungsliste. So ist Friedrich Wolff über Österreich, Schweiz nach Frankreich emigriert. Else Wolff, genannt Meni, seine Frau und die beiden Söhne sind ihm gefolgt. 1934 haben sie den Sommer in der Ile de Préhar verbracht. Und dann ist Friedrich Wolff aber nach Moskau und die Familie ist nachgereist, Mutter mit den Söhnen. So ist Konrad Wolff, wenn ich mich jetzt mal auf ihn konzentriere, mit seinem schwäbischen Dialekt nach Moskau gekommen und konnte natürlich kein Wort Russisch. Und das ist aber bei Kindern, glaube ich, nicht ganz so schwer, weil, auf der Straße wird dann eben gespielt und irgendwie durch Spielen hat man dann auch Russisch gelernt. Die Söhne kamen aber zuerst in die Karl-Liebknecht-Schule, das war eine Reform von Reformpädagogen auch besetzte Schule. Dort haben sie sehr, sehr guten Unterricht, sehr selbstständig zum Lernen sind sie erzogen worden. Das Wichtigste, was man in der Schule eigentlich vermitteln sollte, nämlich wie lernt man? Ja. Nicht wie paukt man, sondern selbstständiges, denkendes, verstehendes Lernen. Und das war dort wunderbar. Da haben die natürlich auch eine tolle Grundlage für ihr weiteres Leben bekommen. Ich mache einen Sprung. Sie wissen ja, 1941 der Überfall. Konrad Wolff war noch in der Schule. Und er ist dann 1942, nachdem er die 9. Klasse absolviert hatte, wurde der Jahrgang 1925 sozusagen einberufen. Und Konrad Wolff gehörte dazu. Er kam in die Rote Armee und dort in eine besondere Abteilung, es war eine Propagandaabteilung, es ging darum, dort wurden Leute konzentriert, die deutsche Sprache beherrschten und die Aufgabe hatten, sozusagen zu dolmetschen, wenn deutsche Soldaten verhaftet worden sind, also diese Verhöre zu führen. Aber auf der anderen Seite war es ganz wichtig für diese Truppe, auch Materialien zu erstellen, die man, also Flugblätter, beziehungsweise alle, die den Film Ich war 19 gesehen haben, wissen natürlich dann auch am Lautsprecherwagen über die Front Appelle an die deutschen Soldaten, sich doch zu ergeben und diesen sinnlosen Krieg
zu beenden und ihr Leben zu retten. Also so eine Aufgabe hatte Konrad Wolf. Und nun ist das Besondere, dass er ein Tagebuch geführt hat. Es war im Grunde genommen nicht erwünscht, denn man hatte schon auch Befürchtungen, wenn jemand mit einem Tagebuch von den Deutschen, also vom Feind verhaftet wird, könnte das ja Aufschlüsse geben und wären Informationen, die dem Feind nicht in die Hände fallen dürfen. Also deshalb musste man damit sehr, sehr sorgsam umgehen. Warum er es gemacht hat, das beschreibt er, und ich würde Ihnen sozusagen mal diese kleine Einleitung lesen, damit Sie verstehen, weshalb Konrad Wolf Kriegstagebuch geführt hat. Das ist aus dem Treatment Heimkehr 45, so sollte ursprünglich Ich war 19 heißen, aber seine Mutter Meni sagte zu Konrad Wolf, also Heimkehr 45, das ist ja kein schöner Titel, nenn den Film doch Ich war 19. Also so kommen manchmal die Filme zu ihrem Namen. Also aus diesem Treatment, in diesem Treatment schreibt Konrad Wolf Folgendes. Ende 1942 ging ich in die Sowjetarmee. Im Januar 1943 kam ich an die Front, gerade erst 17 Jahre alt. Den Anstoß, ein Tagebuch zu führen, gab mir ein sowjetischer Offizier, Kobus. Er hielt die Tagesereignisse und seine Gedanken dazu mit pedantischer Exaktheit in einem kleinen, sehr dicken Büchlein fest. Jeden Tag eine Seite. Den unmittelbaren Anstoß für mein Tagebuch gab mir meine Feuertaufe. Im Februar 1943 wurde unser Stab in Kabardinka bei Noworossisk an der kaukasischen Schwarzmeerküste durch deutsche Stukas mit Bomben belegt. Es gab Tote, Verletzte. Für mich war das der erste Blick in die Fratze des Krieges und die erste Seite meines Tagebuches. Ich brachte es natürlich nicht fertig, wie mein Freund Kobus tagtäglich Eintragungen zu machen. Die Ereignisse überschlugen sich oft, man war bis zum Umfallen müde, manchmal auch verwirrt. Und trotzdem kam einiges zusammen. 3 Hefte. Ich machte den Krieg von Januar 1943 bis 1945 in der Politabteilung der 47. Armee mit, vom Kaukasus bis Berlin. Der Vormarsch ging über die Ukraine, Kursk, Konow, Kiew, Kowel, Polen, Warschau-Bydgoszcz, dann Schneidemühl, Deutsch-Krone, Küstrin. Am 16. April 1945 begann die Offensive der Sowjetarmee auf Berlin. Am 18. April bricht mein Tagebuch ab, wie ich es begonnen hatte, während eines schweren Luftangriffs auf eine Pontonbrücke über die Oder. Das waren 3 schmale Büchlein. Er hat in ganz kleiner Schrift in russischer Sprache sein Tagebuch geführt. Er hat es an seine Mutter schicken können und die Else Wolf war wirklich diejenige, die die Familie grandios zusammengehalten hat, auch nach dem Tod von Friedrich Wolf, das Friedrich-Wolf-Archiv, also alles minutiös bewahrt hat. Und so hat sie auch diese 3 Kriegstagebücher bewahrt. Als Konrad Wolf, also er hatte schon in den 50er Jahren, ganz am Anfang seiner Karriere, die Idee, einen Film über 45 zu machen, auch sozusagen einen persönlichen Film, aber der wurde damals ihm ausgeredet und erst nach 1965, nach dem 11. Plenum, das auch den Konrad Wolf tief erschüttert hat, hat er sich mit diesem Thema beschäftigt und hat gesagt, jetzt mache ich etwas, was sozusagen mit mir zu tun hat und wo ich jetzt auch nicht angreifbar bin wie mit dem Gegenwartsstoff, wie bei, Sie wissen auch, dass der geteilte Himmel ja auch für ihn nicht ganz einfach war. Auf jeden Fall hat er dann in dieser Zeit sich diese 3 Kriegstagebücher wieder vorgenommen, hat sie gelesen und hat dann die Idee gehabt, einen Autor mit für diesen Film zu gewinnen, das ist Wolfgang Kohlhaase.
Und um Kohlhaase sozusagen das Verständnis zu geben für das, was ihn damals bewegt hat als junger Mann, hat er sich hingesetzt und hat sozusagen aus der Erinnerung rekapituliert die Zeit von dem Tag an, wo das Tagebuch aufhört, bis Anfang Mai. Und in dieser Zeit spielt auch der Film Ich war 19. Und das ist das sogenannte Treatment. Da hat er ganz genau geschrieben, wo er überall war. Und natürlich dann auch aus so einer sicherlich erfahreneren Sicht das nochmal für sich wachgerufen. Wolfgang Kohlhaase hat daraus ein sehr, sehr gutes Drehbuch geschrieben. Und er hat etwas eingebracht, was für den Film, glaube ich, auch wichtig war. Die Sicht, Kohlhaase Jahrgang 31, der war damals 14, die Sicht, wie er es hier erlebt hat. Das spielt so ein bisschen mit rein. Und daraus ist vielleicht der bedeutendste Film von Konrad Wolf entstanden. Und ja, Konrad Wolf hat dann kurz vor seinem Tod die Idee gehabt, dieses Kriegstagebuch übersetzen zu lassen, sicherlich unter dem Aspekt, wir können es nur vermuten, dass es publiziert wird. Er ist darüber aber viel zu jung, mit 56 Jahren, am 7. März 1982 verstorben. Und die Übersetzung, einen Teil der Übersetzung hat er noch gesehen. Die gesamte Übersetzung wurde dann von Markus Wolf begutachtet und er hat gesagt, das ist eine gute Übersetzung. Der Übersetzer war Jürgen Schlenker, der bei Sinn und Form gearbeitet hat und dort auch bekannt war als ein sehr, sehr guter Übersetzer. Ja, und wie das dann so ist, das lag im Archiv. Und irgendwann, vor 5 Jahren, wurde ich Vorsitzender der Friedrich-Wolf-Gesellschaft und da war eben auch die Überlegung, was machen wir zum 90. Geburtstag, das sind ja immer Anlässe zu erinnern. Ja, und da habe ich die Akademie der Künste angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass wir daraus eine Publikation machen. Das fanden sie auch gut, sie hatten selber nicht die Kraft, das zu machen. Ja, und dann ging es halt so, dass ich den Übersetzern ausfindig gemacht habe. Das war, also habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr hat es gedauert, heute jemanden zu finden. Also früher war das einfacher, ist nicht so einfach gewesen. Aber ich habe das russische Original, die Abschrift und die Übersetzung Professor Moritz Mebel gegeben, den Sie ja auch kennen. Und Moritz Mebel ist ja ein enger Freund von Konrad Wolf und auch von Markus Wolf, Jahrgang 1923. Er freut sich noch guter Gesundheit. Und er hat sozusagen wirklich alles nochmal verglichen, die Übersetzung, und hat eine Menge wichtige Anmerkungen gemacht, weil er selber Offizier der Roten Armee war und natürlich diese Feinheiten genau kannte, die ein Übersetzer sozusagen, was die Militärsprache oder die Ausdrücke und so, nicht wissen konnte. Und als ich diese überarbeitete und mit Anmerkungen und dem Herrn Schlenker gab, wusste ich nicht, wie er reagiert. Es gibt ja Leute, die sind sehr eitel, die sind dann beleidigt und er sagte, ach, das finde ich ganz toll. Ich habe ja damals auch Schwierigkeiten, er wusste nicht, wie ich es übersetzen soll. Und er hat die ganze Übersetzung dann mit den Anmerkungen von Moritz Mebel auch selbst nochmal überarbeitet. Und so ist dann dieses Buch entstanden. An dieser Stelle muss ich auch dem Lektor ein ganz großes Dankeschön sagen. Das ist der bekannte Lektor Günter Drommer, der beim Aufbau Verlag war, den Sie sicherlich auch kennen, der ja der Lektor von Markus Wolfs ersten Buch Die Troika war und der natürlich auch einen engen Bezug zur Familie hatte und auch zum Stoff. Und so konnten wir dieses Buch zum 90. Geburtstag von Konrad Wolf herausgeben und die größte Freude, die ich hatte, das sage ich Ihnen jetzt mal so, war, dass es die Buchvorstellung, die Buchpremiere in der Akademie der Künste am Pariser Platz gab. Und dass die Akademie der Künste heute sich zu ihrem
oder zu dem Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, Konrad Wolf, sehr loyal und freundlich verhalten hat. Es war bis zum letzten Platz dort besetzt, es waren auch wirklich hochkarätige Leute, auch sozusagen aus der Westakademie da, und das hat mich besonders gefreut. Und als Ehrengast kam der Freund von Konrad Wolf, Angel Wagenstein, der 95 Jahre wird und jetzt im Juni nochmal hierher kommt und im November uns in Berlin auch nochmal besucht. Auch noch rege. Also nicht nur Schachspieler, auch Künstler bleiben lange fit. Ja. So, und so ist im Grunde genommen dieses Buch entstanden. Und damit Sie vielleicht ein klein bisschen Anmutung haben, was der junge Konrad Wolf mit seinen 17 bis 19 Jahren da zu Papier gebracht hat, lese ich mal ein bisschen was vor. 20. März 1943, Kabardinka am Schwarzen Meer. Der gestrige Tag hat Schlimmes gebracht. Wir saßen nach dem Frühstück in aller Ruhe und arbeiteten. Gegen 11 Uhr war ein sich näherndes Flugzeuggedröhn zu hören. Ich achtete nicht sonderlich darauf, dachte nur, soll ich nachsehen oder nicht? Da, eine Detonation, eine zweite. Kotelnikow warf sich augenblicklich auf den Boden und kroch ins hintere Zimmer. Ich warf mich neben das Bett. Die Detonationen häuften sich, kamen näher. Das widerwärtige Pfeifen der Bomben war zu hören. Die Fenster flogen auf, alles bebte. Das währte 2 bis 3 Minuten. Ich verließ das Haus. Über den Häusern Wolken von Staub und Rauch. Überall aufgewühlte Erde und Steine. Nebenan, nahe bei einem nicht fertigen Schützengraben, schrie ein Mann. Er war am Bein verwundet. Andere liefen zum Nachbarhaus in den Keller. Einige wirkten verstört. Anderen war die Angst ins Gesicht geschrieben. Manche waren auch ruhig. Wir standen im Keller. Rufe ertönten. Schwester, Sanitäter! Dann waren die Flugzeuge verschwunden. Ich lief neben dem Natschalnik. Links der Straße lag ein Soldat mit zerfetztem Leib. Er war tot. Die Dokumente wurden ihm aus der Tasche gezogen und der Natschalnik sagte, an mich gewandt, ja, Konrad, das ist der Krieg. Aber ich sah ja selbst, dass dies der Krieg war. Auf dem Rückweg kamen wir an einem großen Trichter vorbei. Einige Leichen waren schon aus dem Schutt gegraben worden. Eine alte Frau saß auf den Resten ihres Hauses, ganz weiß von Kalk. Laut sprach sie ein Gebet, das bald Gesang, bald Wehklage war. Aus den Trümmern tauchten andere Menschen auf, entstellt, weiß vom Kalkstaub. Alle Häuser in fürchterlichem Zustand, die Fenster gähnend weit geöffnet, der Putz abgefallen. Ich machte mich ans Aufräumen, verschloss die Fenster, schüttelte die Decken aus. Gegen 1 Uhr rufe, Fliegeralarm, alle rannten irgendwo hin, wir auch. Neben dem Haus gab es einen Unterstand, doch der war schon völlig zerstört. Ich lief mit Gorodetzky und Zygankow weiter. Am Ortsrand befanden sich irgendwelche Gruben, ungefähr 1,5 Meter tief. Wir legten uns hinein. Ein paar Sekunden später wieder Bombengeheul, Einschläge. Sie kamen näher. Splitter zischten durch die Luft. Einer fiel ganz in meiner Nähe nieder. Ich griff nach ihm. Heiß, verdammt nochmal! Die Einschläge kamen noch näher. Ich presste mich gegen die Erde und dachte, komme, was da wolle. Endlich entfernten sich die Flugzeuge und wir gingen zurück. Ein Wagen brannte. Die Fenster waren alle wieder aufgeflogen. Mit der Arbeit ging es irgendwie nicht voran. Alle standen herum und wussten nicht, was tun. Da stürzte jemand herein und sagte, unter einem Baum in der Nähe läge völlig zerfetzt ein Agitpropmann. Wir rannten hin. Wirklich, da lagen Teile eines Körpers, nur Beine und Rumpf. Es war grauenvoll. Der Mann hatte sich während des Bombardements
von einer Stelle auf eine andere geworfen und war offenbar zwischen zwei Einschläge geraten. Was mir von dieser ersten Prüfung fürs ganze Leben im Gedächtnis bleiben wird, sind die jammernde alte Frau und der zerfetzte, blutige Leichnam des Agit Proppmanns. 11. April 1943. Gestern fuhren wir von Kurgan, oh, das ist ein langes Wort, Kurganaya ab. Systematisch haben diese Tiere hier alles zerstört. Jeden Telegrafenmast, jede kleine Brücke ist gesprengt. Die Häuser sind ausgebrannt. Das zweite Gleis ist herausgerissen. Überall Trümmer von Fahrzeugen, Waggons, Lokomotiven. Die Einwohner erzählen entsetzliche Dinge von den Deutschen. Es ist unglaublich, dass Menschen zu solchen Bestialitäten fähig sind. Das Wort Deutscher wird im Volk als Schimpfwort gebraucht. Mit ihm wird den Kindern gedroht. Schrecklich. 2. Juni 1943. Gestern haben wir wieder mit dem Nachrichtenempfang begonnen. Heute saß ich in der Nacht allein am Radio, ich hörte New York und London und bis zum Empfang von Berlin verblieben 1,5 Stunden. Ich berausche mich im wahrsten Sinne des Wortes an Musik. Man wählt eine Station nach der anderen und weiß nicht, wo bleiben. So verbringt man den ganzen Abend vor dem Empfänger und die Gedanken gehen einem durch den Sinn. Am häufigsten fliegen die Gedanken nach Moskau. Nach dem fernen, heimatlichen Moskau. Das entspricht der schwermütigen Musik am besten, die abends und nachts häufig durch den Äther fließt. Gerade jetzt höre ich solche elegischen Liebesmelodien aus Sofia. Unwillkürlich denke ich an Moskau und jedes Mal erscheint mir die Silhouette des Jaroslawler Bahnhofs im Abenddunkel. Ringsum glänzt der Schnee. Autoscheinwerfer und Lampen blitzen auf. Es ist frostig. In der Nähe des Bahnhofs gehen zwei Menschen auf und ab, er und sie. Die beiden gehen fast 2 Stunden. Sie schweigen, frieren, doch beharrlich setzen sie ihren Weg fort. Endlich kommen sie vor den Bahnhofseingang. Bleiben an den Stufen stehen, schweigen. Sie hält den Kopf gesenkt, dann strebt sie dem Eingang zu, bleibt unentschlossen stehen, flüstert ihm zu, ich liebe dich, und ist verschwunden. Es kommt die Erinnerung und es wird bitter, dass er so wenig Zeit mit ihr verbrachte, als sie ihre Gefühle voreinander nicht mehr verbargen. Das liegt noch keine 3 Monate zurück. Wie schön waren diese letzten Moskauer Tage und wie jäh hat sich alles verändert. Der raue Kriegsalltag brach an. Das ist wie aus der Sauna hinaus in den Schnee zu laufen. Doch keine Bange, es werden neue Tage der Liebe kommen und bis dahin kämpfe ich mit aller Kraft für deine Liebe. 3. September 1943. Wenn ich abends manchmal auf der Schwelle unserer Hütte stehe, kommen mir die ukrainischen Nächte in den Sinn, wie sie Gogol beschrieben hat. Sind wir doch schon nicht mehr allzu weit entfernt vom berühmten Mirgorod. Du denkst an die ukrainischen Nächte, wie sie deine literarische Erinnerung bewahrt und vergleichst sie mit der Wirklichkeit. Zunächst ist da kein Unterschied. Ein dunkelblauer Himmel mit Millionen von Sternen. Ein leichter, angenehmer, kühler Wind weht den Wohlgeruch der Steppe herbei. Irgendwo singen ukrainische Mädchen ein schwermütiges Lied. In der Ferne steigen Lichter auf, den Sternen ähnlich. Doch es sind keine Sterne. Sie werden größer, leuchten, erhellen die ganze Gegend. Dann sinken sie langsam herab, Leuchtkugeln. Ein Dröhnen wird laut wie Donnergrollen, doch nein, es ist kein Gewitter. In der Ferne schießt ein Geschütz. Ein dumpfes Gedöse kommt näher,
Es ist, als fliege eine Hummel dicht am Ohr vorbei. Doch nein, es ist keine Hummel, sondern eine Focke Wulf. Da habt ihr die ukrainische Nacht. Eine Nacht wie bei Gogol, aber eine, die den Krieg atmet, mit all den Veränderungen, die er in alle Winkel des Lebens trägt. 31. Dezember 1943. Der letzte Tag des Jahres. Ich schreibe die 43 zum letzten Mal in mein Tagebuch. Dieses Jahr geht zu Ende. Ein Jahr großer Erfolge. Mit wenigen Ausnahmen befanden wir uns ständig auf dem Vormarsch und befreiten einen großen Teil des von den Deutschen okkupierten Territoriums. Ich wurde in diesem Jahr in die Armee aufgenommen und ein neues, interessantes und schweres Leben begann für mich. Ja, dieses Jahr hat mir sehr viel gegeben. Zum ersten Mal stand ich auf eigenen Füßen und begann ein selbstständiges Leben. Wie schwer war es anfangs, sich an die Armee zu gewöhnen, an all die neuen Menschen. Jetzt hat sich schon vieles in mir verändert. Ich fühle mich selbstständig und kenne mich ein wenig in den Menschen aus. Wirklich, du Jahr 1943 hast mir viel Nützliches gegeben und ich scheide mit beinahe nur guten Erinnerungen von dir. Gestern haben die Engländer Berlin wieder bombardiert. Innerhalb von einer halben Stunde wurden mehr als 2000 Tonnen Bomben abgeworfen. Ich kann mir nicht vorstellen, was während solcher Angriffe geschieht. Das muss doch für die Menschen ein entsetzlicher Albdruck sein. Und das jeden zweiten, dritten Tag. Das Verhalten des deutschen Volkes ist mir ein Rätsel. Nach all diesen furchtbaren Bombardements, diesen militärischen Fehlschlägen, ist keinerlei Wandlung im Denken und Handeln der Deutschen zu spüren. Der Teufel mag sich in ihnen auskennen. Ich glaube fast, sie sind von all diesem Grauen, von Leiden und Schmerzen vollkommen abgestumpft und unfähig, ernsthaft über die Ursachen für diese Not nachzudenken. Vielleicht sind sie allein bestrebt, ihrer Gegenwart auf welche Weise auch immer auszuweichen, zu essen, zu trinken und den heutigen Tag zu überleben. Über das Morgen, den Kriegsausgang, das Schicksal Deutschlands und des eigenen Volkes nachzudenken, sind sie schon nicht mehr imstande. Das geht über ihre Kraft und über ihr durch die faschistische Demagogie der Angst und des Schreckens zermartertes Hirn. Nun bin ich ins Schreiben gekommen. Man könnte ein ganzes Zeitalter schildern und immer noch lange nicht von allem berichten. Also, das ist eine sehr, sehr interessante, ein sehr interessanter Abschnitt. 11. April 1944. Endlich ist Frühling. Er kam irgendwie plötzlich und unerwartet. Innerhalb weniger Tage taute der Schnee, trockneten die Straßen und zeigten sich die Vorboten des Frühlings. Vögel singen, Knospen schwellen, man kann schon ohne Mantel gehen. Vielleicht ist der Frühling auch schon deshalb für uns so überraschend angebrochen, weil wir während der Arbeit überhaupt nicht bemerkten, dass es im Zimmer nicht mehr kalt wurde. Durch wie viele wunderschöne Gegenden sind wir auf unserem Kriegsfaden gekommen. Aber man beachtet das nur selten. Alles wird von ganz anderer Warte aus gesehen. Man fährt durch den Wald und alle Aufmerksamkeit ist nur darauf gerichtet, dass plötzlich Schüsse krachen können. Man fährt über eine Lichtung, ein Feld und betrachtet die Spuren nie gesehener Kämpfe. Gräben, zerschossene Panzer, Bombentrichter. Man fährt durch ein Dorf und sieht nichts als die zerstörten Gebäude, die Reste ehemaliger Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser. Und für die vollkommene Schönheit der Natur bleibt ungewollt nur ein sehr kleiner Teil der Aufmerksamkeit. Das ist natürlich sehr schade, waren wir doch während unserer ganzen bisherigen Armeezeit in wunderschönen Gegenden, im Kaukasus, im Donnengebiet, in der Ukraine, am Dnieper, in der Westukraine. Wie viele prächtige Orte haben wir gesehen. Ich brauche nur an die kaukasischen Berge zu denken, wie sie steil zum Schwarzen Meer hinabfallen oder an die Wälder am Dnieper. Aber gut, jetzt ist Krieg und natürlich muss alle Aufmerksamkeit
ihm allein gelten. Irgendwann aber, wenn wieder Frieden sein wird, wenn das Leben wieder ruhig blüht, fahre ich zu all diesen Städten und denke mit einem Lächeln im Herzen an das, was ich in den Jahren 1943 und 1944 dort bei der Durchfahrt empfand. So, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. 18. März 1945. Mir ist meine Zukunft ziemlich unklar, aber ich gedenke sie mir doch in meiner zweiten, eigentlich näheren Heimat einzurichten. Genauer gesagt, ist das eine Vaterland zu nennen, das andere aber Heimat. Schließlich ist es jetzt gerade 11 Jahre her, dass ich in die UdSSR kam. Das Sowjetland, der Sowjetstaat, die sowjetischen Menschen sind für mich unverzichtbar. Ohne sie kann ich ebenso wenig sein wie ohne Luft. Jetzt, da ich in meinem Vaterland bin, gibt es nichts, was mich hier hielte. Im Gegenteil, mich zieht es zurück nach Moskau, in die UdSSR, in meine wirkliche Heimat. 19. März 1945. Einige Worte über meine Eindrücke in Deutschland. Man muss wohl sagen, die wenigen Einwohner, die sich noch auf unserem Gebiet befinden, sind durch die deutsche Propaganda schrecklich eingeschüchtert. Um auf die Russen einen guten Eindruck zu machen, sind sie bereit, alles zu sagen. Sofort platzen sie damit heraus, dass es nun mit Hitler und Deutschland vorbei sei. Man erlebt sehr viel Kriechertum und manchmal ist es einfach widerlich. Man warnte uns, dass uns hier hinter jeder Ecke Überraschungen erwarten, zum Beispiel ein Schuss in den Rücken. Ich bin jedoch der Meinung, dass das deutsche Volk durch 6 Jahre Krieg, der seine Kräfte bis zur Neige erschöpft hat, irgendwie gleichgültig und stumpfsinnig geworden ist. Es ist zu allem bereit, zu jeder beliebigen Macht, wenn es bloß Frieden gibt und die ununterbrochenen Bombardierungen, Schießereien und so weiter aufhören. Möglich, dass vereinzelte Diversantengruppen von Nazis und Jugendlichen in Aktion treten, aber sie werden nicht das gewaltige Ausmaß unserer Partisanenbewegung erreichen. Natürlich erlebt das deutsche Volk jetzt eine noch nie dagewesene Katastrophe und es ist anzuzweifeln, dass sich auch nur ein einziger Deutscher vor 6 Jahren vorstellen konnte, jemals in eine solche Lage wie jetzt zu kommen. Aber das ist eine Lehre, eine solche Lehre, die das deutsche Volk niemals vergessen wird. Naja, sie wird ihm ein für alle Mal den Appetit auf einen fremden Lebensraum nehmen. Alle mehr oder weniger großen Ortschaften sind stark zerstört, entweder durch intensive Kampfhandlungen oder auch durch den Hass unserer Soldaten. Viele meiner Bekannten, sogar auch meiner Freunde, werden wohl denken, dass mir das sehr ans Herz geht, dass mir die deutschen Städte, die Bevölkerung leid tun. Ich bekenne ganz offen, nein, das tut mir nie und nimmer leid, da ich selbst gesehen habe, was sie in Russland angerichtet haben. Und deshalb verstehe ich, dass man sie nur so davon abbringen kann, jemals wieder Krieg zu führen. 16. April 1945. Ja, das übersteht. Jetzt kommt der letzte, 18. April 1945. Wieder sitze ich am Oderufer im Wagen und erwarte das Übersetzen auf die andere Seite des Flusses, diesmal bei Güste Biese. Ich weiß nicht genau, wohin wir nun überhaupt fahren. Der Aufbruch kam so plötzlich, dass ich nicht mehr in Erfahrung bringen konnte. Seit 2 Tagen ist die Offensive in vollem Gange, doch es geht nur langsam voran. Die Verteidigung der Deutschen ist sehr stark. Jeder Meter ist erbittert umkämpft. Man sagt, dass unser rechter Flügel die Stadt Wriezen auf der anderen Seite der Oder bereits genommen hat. Immerhin bildet die Oder für unseren Nachschub ein großes Hindernis. Seit ich bei der Armee bin, hatte ich noch nie so viel Arbeit wie jetzt. Vor 3 Uhr nachts kommen wir nicht zum Schlafen. Und am Tage muss unter den schwierigsten Bedingungen gearbeitet werden. Gefangene gibt es sehr viele. Um mit ihnen arbeiten zu können, muss man viel herumlaufen. Doch das wäre halb so schlimm, wenn alles...
Hier bricht das Kriegstagebuch von Konrad Wolf mitten im Satz ab. Konrad Wolf hat das Tagebuch danach nicht mehr weitergeführt. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich würde ja gerne noch ein bisschen, Sie können sich dann natürlich auch melden, wenn Sie mögen natürlich nur, ein bisschen was wissen zu Wladimir Gall. Sie haben sich ja Wladimir Gall auch persönlich gekannt. Ja. Und Wladimir Gall spielt ja auch in diesem Buch eine gewisse Rolle. Wie sind denn Ihre Erinnerungen an Wladimir Gall und das Verhältnis von Konrad Wolf und Wladimir Gall? Naja, ich habe anfangs vorgelesen, dass Konrad Wolf inspiriert wurde zum Tagebuchschreiben von dem Offizier Kobus. Und ich habe dann mal nachgeprüft, das war ein Maschinenbauingenieur, Dozent in Odessa und nach 1945, also bis in die 60er Jahre, war er Rektor der dortigen Technischen Universität. Also ein sehr gebildeter Mann, dieser Kobus. Aber dieser Kobus wurde irgendwann auch so etwas wie der väterliche Freund von Konrad Wolf. Er hat sich intensivst mit ihm unterhalten, der sprach ja auch perfekt Deutsch. Dann wurde aber Kobus abberufen und sein Nachfolger war Wladimir Gall, der auch exzellent Deutsch sprach. Und, besser als so mancher Deutsche. Ja, also er war natürlich ein großer Freund der Klassik und er hat sich mit Konrad angefreundet und war ihm sehr, sehr, sehr verbunden. Und das war für Konrad, glaube ich, auch ganz wichtig. Also stellen Sie sich doch vor, mit 17 Jahren im Krieg, wie wichtig es da ist mit 18, 19, wie wichtig es ist, dass man dort einen Menschen hat, ja, zu dem man Vertrauen hat, von dem man auch viel erfahren kann, wo man eben auch mal sein Herz ausschütten kann. Das waren diese beiden Leute. Und bei Wladimir Gall ging es ja dann weiter. Er ist ja derjenige, der die Spandauer Festung sozusagen, also diese Kapitulation erreicht hat. Er war dieser russische Offizier, den man in Ich war 19 sieht. Das war Wladimir Gall. Und er hat zu der Familie Wolf ein ganz inniges Verhältnis gehabt. Also er war dann nach 1945 auch bei der sowjetischen Militäradministration, das muss ich auch noch sagen, wenn man ein bisschen auf den Lebensweg von Konrad Wolf noch eingehen wollen. Konrad war dann in Halle-Merseburg für Kultur und Bildung für die Universität verantwortlich und da gab es zum Beispiel, er hat dort einen Vortrag vor den Studenten gehalten. Und er kam in diesen großen, ins Audimax hinein und da war an der Tafel ein Galgen mit einem Mann dran und stand, du Verräter. Er hat das gesehen und hat es gar nicht thematisiert, hat kein Wort dazu gesagt, sondern hat dort an die jungen Leute appelliert und ihnen sozusagen Möglichkeiten gewiesen, wie die Zukunft Deutschlands aussehen kann. Also er hat sich sehr eingesetzt. Moritz Mebel war übrigens auch dort in der sowjetischen Militäradministration und Wladimir Gall. Also da waren sie auch zusammen. Und dann ist ja Konrad Wolf an die Filmhochschule Moskau, berühmte FGIK, hat er studiert und da hat er natürlich auch mit Wladimir Gall immer Kontakt gehalten. Also die Freundschaft war bis zum Tod sehr vital und die Freundschaft war auch zu Markus Wolf, zur Wolf-Familie und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe vorhin Klaus Höpke gesehen, Klaus, du erinnerst dich auch noch, als wir bei Claudia Wall einen Salon gemacht haben zu dem Buch Die Troika, hast du ja mit Günter Trommer, habe ich euch befragt, wie das Buch entstanden ist und da war der Wladimir Gall auch mit zu Gast und meldete sich dann und hat dann auch nochmal also sozusagen sein Verhältnis zur Wolf-Familie, zu Mischa und zu Conny. Also er war bis zum Schluss, rief er auch regelmäßig an, ein liebenswerter,
kluger Mensch, der den alle gern hatten. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe in der Filmfabrik Wolfen gearbeitet, da gab es eine Brigade, die den Namen Wladimir Gall hatte. Ja. Oh, na das ja. Wladimir Gall ist ja, das wissen ja vielleicht einige hier auch im Saal, geehrt worden in Spandau. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es ja, einige von Ihnen haben das auch ein bisschen verfolgt vielleicht, ja immer großen Streit um die Ehrenbürger gab. Und Sie wissen ja vielleicht auch, dass wir nach langem Kampf Nikolai Bersarin wieder auf die Ehrenbürgerliste bekommen haben. Und Spandau fühlt sich ja immer so ein bisschen als eigene Entität an. Ne? Also als wir Anfang der 90er Jahre vom Berliner Abgeordnetenhaus aus alle Bezirke besuchten, natürlich auch alle Westbezirke, wurden wir in Spandau empfangen wie so ein Staatsbesuch aus einem anderen Land, bekamen dort vom Bürgermeister im Ratskeller ein großes Essen. Also war eine tolle Sache. Und der damalige CDU-Bürgermeister hat auch dafür gesorgt, dass Wladimir Gall Ehrenbürger von Spandau wurde, sich auch in der Zitadelle, in so einem Festraum, dann in dieses Buch eingetragen hat. Und diese Tradition wird ja auch noch fortgeführt. Vor, weiß ich jetzt nicht, anderthalb Jahren oder so, ist dann in der Zitadelle noch einmal eine Erinnerungstafel angebracht worden. Da gab es dann zwar auch eine Diskussion, ja, hat Wladimir Gall das alles alleine erreicht? Natürlich nicht, niemand erreicht alles alleine im Leben. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, an eben dieses hervorragende Deutsch, wo wir immer alle so ein bisschen erblasst sind und uns mit unserem Berliner Slang dann doch schon ein bisschen kritisiert fühlten und selber auch meinten, wir müssen jetzt etwas besser Hochdeutsch sprechen, wie dem auch sei. Ja, und wie gesagt, wir haben ihn ja auch als Fraktion damals im Abgeordnetenhaus, der ich ja auch angehört hatte, häufig eingeladen. Und das waren immer sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und darum wollte ich einfach Wladimir Gall hier noch angesprochen haben. So, jetzt würde ich mal vorschlagen, jetzt könnten Sie sich melden, Fragen stellen, Bemerkungen machen, wenn Sie mögen. Niemand? Alle noch ganz erschlagen und beeindruckt. Dann würde ich vielleicht noch mal ein paar Fragen stellen, die auch mit dem Film zu tun haben und die auch mit dem Zusammenhang Film und Buch. Wenn wir uns heute das auch so vorstellen, also Sie haben das ja auch schon angesprochen, Konrad Wolf war 17 bzw. 19, wir alle sind hier in dem Saal weit über diesem Alter. Wie kann man sich überhaupt so, ich sag jetzt mal so, über die Zeit erwachsen, über die Maßen erwachsen in so einer Situation verhalten, wie zum Beispiel auch die deutschen Gefangenen befragt hat, gibt es da so eine Erklärung auch aus der Historie heraus, wie Menschen in besonderen Situationen solche Verantwortung plötzlich über ihr Alter hinaus tragen können? Ja, ich glaube einfach, dass diese Generation einen radikalen Wechsel vollziehen musste und vollzogen hat, nämlich schlagartig war die Kindheit zu Ende und man musste erwachsen werden. Und das war sicherlich, ist es vielleicht dem einen besser gelungen und dem anderen vielleicht auch nicht so, aber trotzdem war der Krieg auch etwas, was so existenziell war. Es ging wirklich jeden Tag ums Überleben. Jeden Tag. Und wenn auch Konrad Wolf nicht sozusagen in der vordersten Front war, nicht ganz vorn, sondern ein Stück dahinter, haben wir ja gehört, wie viel es trotzdem getroffen hat. Ja, also es war trotzdem gefährlich. Und in ihm ist natürlich ein besonderer Reifeprozess hat sich in ihm vollzogen. Und wir merken auch, ganz am Anfang ist er ein bisschen über 17, was er schon für eine Sprache hat, welche Gedanken er schon hat. Also dass er, glaube ich, einfach auch schon sehr weit war. Das hängt einfach auch mit dem Elternhaus zusammen. Er hatte den um 2 Jahre älteren Bruder oder 2,5 Jahre, Markus ist ja am 19. Januar geboren und Konrad am 20. oder 25. Oktober, also das sind fast 2, also ist ja noch fast ein Jahr mehr, fast 3 Jahre. Und wenn man dann so einen älteren, auch hochintelligenten Bruder hat und einen hochintelligenten Vater hat und auch die Mutter war sehr intelligent und dann
war natürlich auch dort das Haus der Wolfs ein offenes Haus. Dort verkehrten Schriftsteller, Schauspieler. Es waren sozusagen, die Kinder nahmen schon sehr zeitig an hochqualifizierten Gesprächen teil. Ich glaube, das alles ist bei Konrad Wolf sozusagen auch so ein Rüstzeug, was er von vornherein hat. Und wenn Sie sich das Buch mal in Ruhe dann anschauen und lesen, werden Sie sehen, wie es ihn auch immer wieder so treibt in Gedanken. Also ihn beschäftigt es schon sehr, dass er, also was die Deutschen machen. Er sagt es ja selber, die Sowjetunion ist seine Heimat. Er fühlt sich mit den Russen ganz eng verbunden. Er lebt ja auch in der Sprache. Ja? Und trotzdem weiß er natürlich, sie kommen aus Deutschland. Er hat in Deutschland noch die Schule besucht. Er kennt Deutschland eben noch aus seiner Kindheit. Und es ist ihm nicht egal, wie sich die Deutschen verhalten. Er kann nicht richtig nachvollziehen, wie sich die Deutschen verhalten. Er versteht das nicht, sagt er ja auch. Er versteht nicht, dass die bis zum Schluss, jedenfalls sehr viele, so fanatisch noch an Hitler glauben. Also es gibt da Stellen, wo er junge Offiziere verhört, die fanatisch sagen, ja, Hitler, also sie wissen das ja mit der Geheimwaffe und so, also was da noch alles kommen sollte, die geben nicht auf und das ist für ihn sehr, sehr schwer verständlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass er auch nach dem Studium also für sich nicht so richtig, also oder am Anfang des Studiums ihm noch nicht klar war, ob er in der Sowjetunion bleibt oder ob er zurückkommt. Aber irgendwie ist er dann doch, glaube ich, auch weil der Vater, die Mutter hier lebten und sein Bruder, ist er eben doch nach Deutschland zurückgekehrt. Aber diese Liebe zur russischen Kultur ist in der Familie Wolf sowas von groß geschrieben. Es hängt Pelmeni und Wodka und natürlich alles, was dazugehört, russische Musik. In der Jahreszeit vielleicht nicht so das richtige Pelmeni und Wodka, oder ist egal? Naja, das, also ich sag mal, Pelmeni und Wodka schmeckt zu jeder Jahreszeit. Okay, große Zustimmung im Saal. Ja. Gut, dann würde ich vielleicht noch jetzt erstmal aus meiner Sicht, Sie können sich natürlich jederzeit melden, zwei Fragen ansprechen. Konrad Wolf und sein Bruder sind ja sehr unterschiedliche Wege gegangen. Gibt es irgendwie ein Indiz, dass Konrad so seinem Bruder gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, ach, wärst du doch auch lieber Künstler geworden, so wie ich? Nein, glaube ich nicht, nein. Also ich muss vielleicht mal zwei, drei Sätze zu Markus Wolf sagen. Ich habe erst in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren mich sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Ich habe das letzte öffentliche Gespräch, das er geführt hat, am 2. November 2006 im damaligen Künstlerclub Die Möwe mit ihm und seinem jüngsten Sohn von Friedrich Wolf, Professor Thomas Naumann, geführt. Und ich habe sie befragt über den Vater und natürlich waren das auch viele Fragen, die ihn angingen. Ich habe ihn als einen sehr nachdenklichen Menschen kennengelernt und natürlich auch als einen hochintelligenten Menschen. Er war ja am Anfang ein sehr erfolgreicher Journalist, Rundfunkjournalist beim Berliner Rundfunk. Und war dann erster Botschaftsrat in der Moskauer Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik und bekam dann den Auftrag direkt von Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht in den außenpolitischen Nachrichtendienst zu wechseln. Das war sozusagen die Vorstufe der späteren Hauptverwaltung Aufklärung. Ja, und in diese Funktion ist er sozusagen beauftragt worden und ich glaube, dass beide Söhne und auch Friedrich Wolf, auch vor allen Dingen die Söhne, auch eine sehr, wie soll ich sagen, ein sehr inniges Verhältnis zur Partei hatten und Parteiaufträge wirklich ernst genommen haben. Also so wie ich sie kennengelernt habe, jetzt aus der Literatur und aus all dem, was ich
gehört habe über Sie, waren Sie beide keine Karrieristen. Sie haben wirklich für die Sache gelebt. Und dass Markus Wolf dann in dieser Aufgabe wurde, Anton Ackermann bekam eine andere Aufgabe und plötzlich war er als ganz junger Mann der Chef der Aufklärung. Und mit 25 Jahren war er schon General. Ja? Also das war eine unglaubliche Karriere. Und das muss man auch unterscheiden, dass das Ministerium für Staatssicherheit hatte ja viele Abteilungen, dass die Aufklärung zum Ministerium für Staatssicherheit kam, hat Markus Wolf immer als einen Nachteil gesehen, sogar als einen Fehler. Der größte Nachteil für ihn war, dass er einen Minister hatte, Erich Mielke, der den Markus Wolf nicht mochte und ihn sozusagen als einen intellektuellen Spinner so im Geheimen bezeichnet hat. Also es war für ihn nicht einfach, aber er hat dort was aufgebaut und hat dort einen Erfolg gehabt. Und da will ich Ihnen mal eine Anekdote erzählen. Ich war jetzt mehrfach in Washington. Ich habe im April dieses Buch, 4 Veranstaltungen mit dem Kriegstagebuch in Washington gemacht. Vor vollen Häusern mit Riesenresonanz und also auch ganz tollem Zuspruch. Aber als ich das erste Mal in Washington war, habe ich den Film 4S Only gezeigt, im Woodrow Wilson Center. Und da waren hochkarätige amerikanische Historiker, auch CIA-Historiker. Der führende CIA-Historiker Benjamin Fisher war da in meiner Gesprächsrunde nach dem Film. Und irgendwann sagte er wortwörtlich, hab's immer noch im Ohr, sagte er, wissen Sie, when wir einen CIA-Direktor gehabt hätten wie Markus Wolf, wir wären froh gewesen. Also wissen Sie, in Amerika wird das anders gesehen. Hier gibt es von vornherein, das wissen Sie alle, mit der Kategorisierung, Staatssicherheit, IM, alles, also da wird ein Stempel drauf gedrückt und wird überhaupt nicht genau hingeguckt, was war im Einzelnen, wie war das. Und das, was Markus Wolf gemacht hat mit seinen Kundschaftern des Friedens, Sie haben ja vielleicht den Film jetzt auch gesehen, fand ihn ganz amüsant, weil irgendwie wurde ja in dem Film gezeigt, dass wir besser waren. Wir arbeiten analog und nicht digital, sagt Henry Hübchen, also als er dann den Computer aus dem Fenster schmeißt. Ne? Und er hatte recht. Ja, auf jeden Fall war das Motiv von Markus Wolf, war Informationen zu sammeln, um zu wissen, was die Amerikaner, die Engländer, Franzosen und Bundesdeutschen planen. Diese Informationen waren für die sowjetische Führung ungemein wichtig. Und da die Sowjetunion nicht diese Top-Agenten platzieren konnte, wie es eben die Hauptverwaltung Aufklärung konnte, waren diese Informationen in manchen Punkten möglicherweise, vielleicht wird es mal in einigen Jahrzehnten, wenn wir alle nicht mehr da sind, wird es mal historisch richtig aufgearbeitet. Es gab Momente, wo diese Informationen auch einen dritten Weltkrieg verhindert haben. Und da hat er eine ganz, ganz große Aufgabe. Und wissen Sie, ich komme ja aus einer ganz anderen Richtung, das haben Sie ja gehört. Ich war auch 1989 in der Bürgerbewegung und ich wollte aber nicht einen Anschluss, sondern ich wollte eine reformierte DDR. Und das wollten viele Bürgerbewegungen, die wollten einen demokratischen Sozialismus. Und als am 4. November Markus Wolf diese Rede auf dem Alex gehalten hat und den Mut hatte, er hätte sich ganz anders darstellen können als Schriftsteller der Troika und auf seinen Bruder und Vater berufen. Nein, er hat in diesem Moment davor gewarnt, so eine Hetze auf alle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit zu machen, sondern er hat gesagt, man muss immer genau einzeln hingucken. Das war für meine Begriffe sowas von mutig. Und das haben
diese Mitarbeiter auch ihm hoch angerechnet. Und als er gestorben ist und die Trauerfeier in Friedrichsfelde war, waren ja, ich weiß nicht, 3000 Leute. Und es wurde aber in der Presse gesagt, es gab mehrere Meldungen, wo man sagte, es nur im kleinen Kreis. Also es wurde versucht, noch abzuhalten. Ja? Und da waren wirklich sehr, sehr viele Leute, auch aus der Bürgerbewegung, die mit ihm respektvoll umgegangen sind und ihn geachtet haben als einen aufrechten Mann. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage, die ich noch stellen wollte, da knüpfe ich an das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben sich gefreut, dass dieses Buch, ich halte es nochmal hoch, das müssen wir bei Büchern immer wir so machen. Wir haben ein paar draußen. Ja, ja, also deswegen ja. Ne? Was kostet es eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 1990 oder 1980. Da ist aber der Film gleich mit drin, ja? Der Film ist drin und es ist dieses Treatment drin. Also für alle Filmfreunde, wenn Sie das lesen, dann haben Sie nochmal einen Einblick in diesen Film. Ist unglaublich, ja? Ja, also das ist hier das Buch, über das wir reden. Und Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie sich sehr gefreut haben, dass es in der Akademie der Künste am Pariser Platz vorgestellt wurde. Haben Sie noch so Erinnerungen an diese ganzen Kämpfe um die Akademien der Künste? Vielleicht können wir darüber noch kurz reden. Naja, natürlich war es auch in der Akademie der Künste ähnlich wie in anderen Bereichen, dass man die Sieger schreiben Geschichte und die Sieger bestimmen, wo der Hase langläuft. Aber irgendwie ist es gelungen, auch sehr gute Leute aus der Akademie der Künste der DDR in diese Gesamtakademie mit zu überführen. Und für mich sind zum Beispiel zwei Mitarbeiter im Archiv, das ist einmal der Dr. Musial und ein junger Mitarbeiter, der Niki Rittmeier, der das Konrad-Wolf-Archiv auch betreut. Das waren Leute, das waren meine besten Partner. Und der Archivleiter, damals Dr. Trautwein, mit dem hatte ich über Jahrzehnte schon zusammengearbeitet, der kannte mich, der hat mich auch irgendwo ein Stück geschätzt, glaube ich, so dass da eine gute Basis war. Und dann ist das eben durch diese Leute, weil, wissen Sie, wenn man von oben kommt und will da was, das klappt ja meistens nicht. Man muss sozusagen auch Leute haben, die das mit unterstützen. Und das waren die Archivmitarbeiter, vor allen Dingen die Verantwortlichen, die gesagt haben, ja, das ist auch etwas Bedeutendes. Und Konrad Wolfs Filme, ich habe draußen auch ein paar, wer Interesse hat und einige noch nicht hat, kriegt sie heute für 8 € zum Sonderpreis. Diese Filme von Konrad Wolf sind natürlich auch einfach, gehören zum Besten des deutschen Filmerbes in dieser Zeit. Ja, und da kommt man nicht umhin. Und wissen Sie, eine Sache möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, sozusagen erinnern. Können Sie sich noch an die Berliner Begegnung erinnern, 1981, die von Stefan Hermlin organisiert worden ist, damals im, glaube ich, hieß noch Forum Hotel, also Interhotel am Alex. Da traf man sich. Und da waren Schriftsteller, Wissenschaftler aus Ost und West zusammen, Günter Grass und viele namhafte, Christa Wolf, wie sie alle hießen, Franz Fühmann, Konrad Wolf. Konrad Wolf hat das mit ermöglicht. Und dann gab es Diskussionen natürlich. Es war die Zeit der Hochrüstung, es gingen sozusagen die Raketen, mit atomaren Sprengköpfen, standen in Deutschland sozusagen gegenüber. Und wenn da eine losgeht, wäre ganz Deutschland betroffen gewesen. Und die Künstler wollten eben überlegen, was können wir jetzt tun? Und da gab es Diskussionsbeiträge und Günter Grass hatte gesagt, dass er sich von den russischen Raketen bedroht fühlt. Und Konrad Wolf meldete sich dann zu Wort und sprach sozusagen aus all dem, was er erlebt hatte und endete mit einem Gedicht.
von Jewtuschenko, meinst du, die Russen wollen Krieg? Also das, wir haben als Friedrich-Wolf-Gesellschaft an diese Berliner Begegnung erinnert und haben Ausschnitte gezeigt und auch dieses Statement, also diese längere Passage von Konrad Wolf. Und die geht einem so unter die Haut und die ist so aktuell. Wissen Sie, und mit meiner Biografie versuche ich, weil ich bin nicht so angreifbar, ich war nicht Genosse, da ist man ja heute schon abgestempelt bei vielen. Wenn mich die Leute angreifen, dann kann ich mal sagen, warst du im Gefängnis? Ja? Wenn die so laut sind, ja? Das ist aber nur so ein Moment. Aber wichtig ist, ich setze mich mit aller Kraft einerseits für die Bewahrung und Anerkennung der DDR-Kultur ein, aber andererseits für ein gutes Verhältnis der Deutschen zu den Russen. Das ist eine verdammte Pflicht, die wir haben. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich mich noch bei Ihnen bedanke und Ihnen auch ein kleines Geschenk überreiche, ich sehe ja schon, hier rennt keiner weg, Sie müssen nicht sofort mit Ihren Büchern aufspringen. Stift haben wir, Tisch haben wir, wird alles ermöglicht. Möchte ich Ihnen erstmal sagen, dass wir jetzt den Sommer haben und damit die Sommerpause. Allerdings können Sie gerne am Wochenende 16. 17. Juni hierher kommen. Hier ist nämlich das Fest der Linken rund um den Rosa-Luxemburg-Platz und da gibt es ganz viele Angebote. Aber wir sehen uns wieder zu Gedrucktes am 7. September. Da kann ich Rosemarie Schuder begrüßen hier im Rosa-Luxemburg-Saal. Ich sage einfach noch ein paar Worte zu ihrem Leben, damit Sie das auch sich noch mal vorstellen können, wie interessant es sein wird. Rosemarie Schuder ist am 24. Juli 1928 geboren. Sie hat eine Mädchenschule besucht, 47 das Abitur gemacht und als freie Journalistin für viele Zeitungen gearbeitet. 57, 59 unternahm sie Studienreisen nach Italien und seit 58 war sie dann mit dem Schriftsteller bis zu dessen Tode Rudolf Hirsch verheiratet und veröffentlichte mit ihm Schriften über Judenverfolgung. Sie kennen alle sicher das Essay Der gelbe Fleck und hier bei Gedrucktes wird sie ihr neues Buch Ich kenne den Teufel vorstellen. Und im Lutherjahr geht es natürlich oder im Reformationsjubiläumsjahr um Martin Luther und dessen Doktorvater Andreas Bodenstein. So viel zur Einführung für das nächste Mal. Ansonsten möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken für diesen sehr interessanten, anregungsreichen Abend. Wie gesagt, Bücher, Filme sind noch zu kaufen. Man kann sich ja auch Mitglied in den zahlreichen Gesellschaften werden, denen Sie vorstehen. Ja, vor allen Dingen in der Friedrich-Wolf-Gesellschaft. Vor allen Dingen in der Friedrich-Wolf-Gesellschaft. Und als kleines Geschenk darf ich Ihnen, Sie werden sicher sich nicht wundern, mein Buch, wo auch Wladimir Gall vorkommt, überreichen. Immer schön auf Augenhöhe heißt das. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich einfach, ja. So, herzlichen Dank, wie gesagt, an Sie und alle, dass Sie gekommen sind. Darf ich noch einen? Ja, selbstverständlich. Ja, ich würde Sie gerne darauf hinweisen, dass wir jetzt im Juni noch drei interessante Veranstaltungen haben von der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Nämlich am 10. Juni in Lenitz, wer da mal rausfahren möchte, das ist eine Reise wert, ist Friedrich Diekmann, der kürzlich 80 Jahre alt geworden ist. Es gab eine sehr schöne Würdigung im Neuen Deutschland über ihn, einer der wirklich klugen Köpfe des Landes, der Luther nachgespürt hat im Spiegel der deutschen Literatur und ein sehr schönes Buch gemacht hat, daraus liest er und ich spreche mit ihm darüber. Und dann gibt es am 19. Juni im Russischen Haus, wir haben einmal im Vierteljahr dort so eine Reihe, russischer Filmabend, ein sehr, sehr bewegender Film, Abschied von Madjora und Gespräch mit Oksana Bulgakova, das ist die führende Filmhistorikerin, die ja auch am KIK studiert hat und hier in Deutschland lebt, Professorin in Mainz ist. Und dann ein zwar trauriger, aber Abschied nehmen ist für meine Begriffe etwas ganz Wichtiges. Am 28. Juni gedenken wir, dass am 11. Mai
verstorbenen Filmregisseurs Roland Gräf, der ein wunderbarer Kameramann und großartiger Regisseur war. Und wir zeigen das Haus am Fluss, das ist die Verfilmung von Friedrich Wolfs Russenpelz. Es kommen die Hauptdarsteller Corinna Harfouch, Katrin Sass, Jutta Wachowiak, Hermann Bayer. Es kommt der Kameramann Roland Dressel und es kommen viele, viele Künstler. Jutta Hoffmann, Quistek, die kommen alle, wir nehmen Abschied. Ich sage Ihnen aber gleich, bitte zeitig kommen, weil Kino Toni ist auch in der ND-Filmclub-Reihe immer voll. Und wenn man zu spät kommt, Sie wissen, wer zu spät kommt. Ja, herzlichen Dank nochmal für diese vielen schönen Hinweise. Ansonsten Ihnen allen einen schönen Sommer und für heute einen guten Abend. Und ich glaube, wenn ich das richtig überblicke, kann man noch ein Glas Wein sich geben lassen oder natürlich kaufen und natürlich Bücher und Filme. Liebe Gesine, ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche Ihnen für die Wahl alles, alles Gute. Dankeschön. Viele Stimmen.